Ja, hey Schnitzli und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von The Last Door. Genau, wir sind ja hier immer noch bei der Schule, turned Krankenhaus, turned Friedhof vielleicht. Moment, war da gerade an der Seite irgendwas? Ja. Achso, das ist einfach nur der Weg. Okay, Verzeihung. Gut, dann gehen wir erstmal vorne rein als nächstes, oder? Das war doch der Plan. Das machen wir, auf geht's. Ah ja, good old times. So, hier sind Gemälde. Dieses Gemälde enthält ein Gesicht voller Verurteilung, aber doch Leidenschaft. Okay. So, was haben wir hier? Ach, da gehen wir einfach nur zur Seite. Sir, es ist Ihnen nicht erlaubt, da hineinzugehen. Ja, wir sollten vielleicht auch erstmal mit der Lady hier reden, bevor wir einfach überall rumlaufen. So, gucken wir uns mal das Kreuz an. Ein großes, hölzernes Kreuz bewacht die Tür. Okay. So, die Kerze können wir uns leider nicht klauen. Schade, dann reden wir mal mit der Nonne. Verzeihung, entschuldigen, Schwester. Guten Abend, Schwester. Guten Abend, ich bin Mutter Elisabeth. Was bringt Sie her, Mr. David, ich bin ein ehemaliger Schüler dieser Schule oder dieses Internats. Wie Sie sehen können, Mr. David, ist das hier längst keine akademische Institution mehr, schon seit langer Zeit nicht mehr. Und es ist nun exklusiv dem Beten und dem Wohlergehen unserer Patienten gewidmet. Ich verstehe. Dennoch könnte ich vielleicht mit, oder könnte ich vielleicht reden mit, Mr. David, ich fürchte, wir sind zu beschäftigt, um anzufangen, unsere Zeit damit zu verschwenden, über vergangene Probleme zu reden. Außerdem gibt es wenig zu sagen. Wir Schwestern sind erst angekommen, nachdem das Internat geschlossen wurde. Jeder außer Monsignor natürlich. Monsignor? Genau. Allerdings haben Sie meine Frage nicht beantwortet. Warum sind Sie hierher gekommen, Mr. David? Es könnte gut für mich sein, das Vergehen der Zeit anzuerkennen. Dieser Ort wird mir helfen, mich zu erinnern, oder ich würde lieber nicht darüber reden. Okay, ich habe das Gefühl, das Oberste ist ein bisschen zu lusch, so, das ist eine ganz schön lahme Ausrede. Und das Untere, da wird sie uns dann nicht weiterhelfen, glaube ich. Also insofern würde ich sagen, dieser Ort wird mir helfen, mich zu erinnern, damit sie merkt, dass wir ein Problem haben, ne? Aber halt, genau. Dieser Ort wird mir helfen, mich zu erinnern an meine Vergangenheit. Wenn Sie Erinnerungsprobleme haben, dann würde ich Ihnen empfehlen, einen Doktor zu besuchen und nicht Ihre Zeit hier zu verschwenden. Aber das haben wir doch. Oh, okay, dann war das doch falsch. Na gut, dann nehme ich mal das Erste, auch wenn ich das Gefühl habe, das wird nichts bringen. Ja, ich schätze, es wäre ein guter Ort, es wäre gut, den Ort wieder zu besuchen, um das Vergehen der Zeit anzuerkennen oder mich daran zu erinnern. Sich an das Vergehen der Zeit zu erinnern? Wovon reden Sie? Um ehrlich zu sein, ich bevorzuge es, nicht darüber zu reden. Ich könnte Ihnen nicht sagen, warum dieser Ort wichtig für mich ist, aber das ist er sehr sogar. Nun, ich kann Ihre Ehrlichkeit anerkennen, Mr. David. Ich werde Ihnen erlauben, hier zu bleiben. Ich hoffe, ich werde meine Entscheidung nicht bereuen. Machen Sie sich keine Sorgen, Mutter. Vielen Dank. Okay. Oh, wo geht er hin? Ach so, aha, er hat seinen Mantel wieder abgelegt. Okay. Mein Mantel, ja. Nun gut, dann dürfen wir jetzt vielleicht hier entlang, wo sie uns ja gerade aufgehalten hat. Ah ja, dürfen wir. Oh Gott, direkt zu den hustenden Leuten. Juliette, sagt er.
namens Romeo und Julia? Heißt Julia nicht Juliet? Mir so, als wäre das so. Wo bist du? Okay, was haben wir denn hier? Können wir hier schon was klauen? Unter den Taschen sehe ich ein Paket Briefe mit einem Seil zusammengebunden. Kann ich das greifen? Ich möchte Sie bitten, meine Habseligkeiten bitte nicht anzufassen. Sie wissen nicht, mit wem Sie reden. Ich bitte um Verzeihung. Ja, das war tatsächlich nicht sehr höflich. Was ist denn hier drüben? Ein paar Bandagen und anderes medizinisches Equipment. Nichts Interessantes. Ein Bild von Saint Camillus de Lille, der Schutzheilige der Kranken, Krankenschwestern und Krankenhäuser. Dieser Ort scheint ihm gewidmet zu sein, glaube ich. Okay. So, die Musik wird jetzt wieder etwas laut. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören. Was haben wir hier? Einige medizinische Reporte, also Unterlagen einfach. Okay, hier drüben. Fotografien von Leuten. Wahrscheinlich Familie und Freunde von dem früheren Patienten, der in diesem Bett lag. Okay. Dann lasst uns doch mal mit der Dame reden. Doktor. Es tut mir leid, ich bin kein Doktor. Oh, beachten Sie ihn gar nicht. Er ist schon seit ein paar Tagen nicht ganz bei Verstand. Ich bin Miss Mary Winch und das hier ist mein Bruder, Matthew. Juliet, warum hast du mich verlassen? Warum hast du meine Briefe nicht beantwortet? Sehen Sie, der arme Mann ist immer noch ganz vernarrt in seine Verlobte. Er wird nicht akzeptieren, dass sie ihn Monate schon verlassen hat. Mein armer Matthew. Das tut mir sehr leid, Miss Vanche. Ich hoffe, er erholt sich. Vielen Dank. Kann man mit ihm auch reden? Die Zeit vergeht sehr langsam an diesem Ort, als hätte sie gestoppt. Bitte lassen Sie uns ruhen. Okay, alles klar. So, was haben wir hier? Ein Magazin mit dem Titel Seltsame Geschichten. Können wir es mitnehmen? Nein, schade. Ich hätte gerne seltsame Geschichten gelesen. So, wen haben wir hier? Geht es Ihnen gut, Madame? Da war ein rhythmisches Geräusch. Es war wie Atmen. Was meinen Sie? Es war letzte Nacht. Ich habe den Druck auf meinem Tempel gespürt. Etwas Trockenes, wie ein Ast von einem Baum, ist gegen mein Bein gekommen und ich sah etwas an der Wand. Ich sah einen Schatten, einen wachsenden Schatten. Ich entzündete die Lampe und da war nichts. Ich bin sicher, es war nur ein Albtraum, Madame. Oh, die arme Frau ist in einen Schlaf gefallen, aber sie schläft nicht gut. Okay. Was haben wir hier hinten? Noch mehr kranke Leute. Es ist ein blasser Junge. Er schläft. Und hier hinten? Oh, da sind ganz viele Kreuze. Bitte hilf mir. Da sind viele Kreuze, alle zusammen, über seinem Bett. Warum? Wahrscheinlich ist er vom Satan besessen oder so. Fragen wir mal. Bitte, jemand, habt Mitleid. Es tut mir leid, aber Sie dürfen hier nicht sein. Gibt es irgendeine Art, wie ich helfen kann? Machen Sie sich keine Sorgen, Sir. Gott oder der Lord, kümmert sich um jeden einzelnen unserer Patienten. Er wird alle Hilfe geben, die nötig ist. Wenn Sie es wünschen, können Sie hier beten, neben der Statue der Lady oder unserer Lady. Denken Sie nicht, dass sie wunderschön ist? Die Jungfrau hört denen in Not zu. Okay. Ah ja, eine Statue von Jungfrau Marie macht diesen Ort
Noch, oh Gott, was ist denn mournful? Also sowas wie, ja, noch bedrückter, falls das möglich ist. Können wir wirklich beten? Nein, okay. Was ist hier? Ein Porträt von Jungfrau Maria, oder Mary ist hier, ne? Aber ich glaube, das ist Maria, oder? Würde ich denken. Jedenfalls blickt sie dich an. Wahrscheinlich, um Sympathie und Mitgefühl für dich auszudrücken. Aber hier scheint sie doch mehr traurig gemalt. Okay. Geht's hier drüben noch weiter? Ist noch eine Kerze, die wir nicht nehmen können. Ein Gang. Und noch ein Gang. Gucken wir mal. Ich habe die Tür entsperrt. Okay, dann gehen wir mal rein. Ach, okay, das ist hier. Alles klar, das kennen wir ja schon. Dann gehen wir mal wieder rein. Was haben wir hier? Mal gucken. Aha, warte, Moment. Sind das, kann man hier beten oder sind das Schülerpulte? Weil es sieht ein bisschen aus wie Pulte, aber es könnten auch so halt, wo man beten kann. Wie nennt man das denn? Oh Gott. Ich hätte nicht in die Kirche gehen sollen mit so wenig Ahnung. Also ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Das tut mir leid. Was haben wir hier? Ich erinnere mich, dass wir das benutzt haben, um Schulbücher zu lagern. Aber jetzt ist da eine Musikbox. Oder eine, ja, eine Spieluhr nennt man das, ne? Oh, die haben wir mitgenommen. Okay. Vielleicht finden wir was, womit wir die aufziehen können. Was steht eigentlich auf der Postkarte? Können wir die nochmal lesen? Vielleicht können wir... Ah, ich wünschte, ich könnte mich erinnern, was da drauf stand, weil dann könnten wir vielleicht so tun, als hätte Juliette geantwortet. Wisst ihr, was ich meine? Okay, jetzt sagt ihr nur noch, dass sie früher ihre Schulbücher da gelagert haben. Gucken wir mal, was hier liegt. Liebster Bruder, ich habe deinen Brief erhalten und ich werde versuchen, dir mehr zu schreiben. Ich hoffe, dass du viel lernst und dass du dich gut fühlst dort, wo du bist. Ich vermisse dich sehr. Wann kommst du zurück? Vater ist mit Fieber im Bett und ich fühle mich auch nicht sehr gut, aber ich nehme Medikamente. Heute ist mein Geburtstag und ich fühle mich blau. Oh Gott, Feeling Blue. Ich glaube, er fühlt sich gelangweilt, ist Feeling Blue auf Deutsch. Es ist ein stiller und langweiliger Sonntag im Dorf. Mutter ist gegangen, um einen Zitronenkuchen zu backen, wie die, die Oma früher gemacht hat. Ich wünschte, wir könnten ihn zusammen essen. Ich werde dir bald wieder schreiben. Ich freue mich schon darauf, rauszufinden, was du so tust und was du so lernst. Wie Schottland ist und so weiter. Eine große Umarmung. Ich denke ganz sehr, ganz doll an dich. Deine geliebte Schwester. Okay. Oh, ich habe eine Errungenschaft gekriegt. Ich weiß nicht ganz warum. Aber na gut. Okay. Das war der Brief. Ist hier noch irgendwas? Hier ist noch ein Brief. Mal gucken. 15. Januar 1876. Vater Ernest scheint ungewöhnlich beunruhigt heute. Schon viele Male hat er ganz plötzlich in der Mitte des Vortrags pausiert, obwohl es sein Lieblingsunterricht ist, Theologie. 18. Januar 1876. Heute war Vater Ernest sehr verwirrt. Collins hat einen Kommentar gemacht und wurde aus der Klasse geschmissen dafür. Und sogar David wurde bestraft, nur dafür, dass er ein Philosophiebuch gelesen hat. Ich hoffe, Vater Ernest wird seinen Zorn nicht auf mich richten. Mein Vater wird enttäuscht sein, wenn ich keine guten Noten kriege. Alles klar, das ist also von damals, ne? Weil David sind wir ja. Wir wurden also bestraft. Und jetzt denke ich natürlich, Vater Ernest war dann bestimmt der, den wir ausgepeitscht haben. Oder der sich selbst ausgepeitscht hat zu Beginn des Kapitels. Denkt ihr nicht? Ich denke, war vielleicht ja auch irgendwie besessen oder so. Mal gucken. 21. Januar 1876. Es war sehr besorgniserregend, Vater Ernest die Klasse so schwitzig und blass betreten zu sehen. In der Mitte seines Vortrags ist er gestolpert und er musste sich hinsetzen. 22. Januar 1876. Vater
Eugene hat heute Theologie unterrichtet, obwohl er das Fach nicht so gut kennt wie Vater Ernest. Als wir ihn gefragt haben, was mit Vater Ernest passiert ist, hat Vater Eugene uns erzählt, dass er krank geworden ist. Was mir Sorgen macht, ist, dass Vater Eugene auch anfängt, nicht gut auszusehen. Okay, es greift also um sich, was immer es ist. Ich meine, jetzt überlege ich natürlich, ne? Das könnte natürlich heißen, dass er auch irgendwie besessen war oder so. Andererseits, wenn du halt dich selbst auspeitscht und so viel Blutverlust hast, dann wundert es mich nicht, dass er blass und schwindelig war. Also, ich bin unsicher, wie das zusammenhängt. 20. Februar 1876. Es ist schon einen Monat her, seit wir Vater Ernest zum letzten Mal gesehen haben. Uns wird erzählt, dass er immer noch krank ist. Aber wenn er so krank ist, warum ist dann noch kein Arzt gekommen, um ihn zu behandeln? Meine Studien, meine Studien nehmen ab sozusagen, aber ich habe es auf mich genommen, es selber zu lesen. Ich hoffe, das hilft, denn ich muss Erfolg haben, trotz der Probleme, die um uns herum passieren. Also er ist nicht mehr so gut in der Schule, so deute ich das jetzt. 23. Februar 1876. Es wurde heute Morgen verkündet, dass die Schule schließen würde. Keiner von uns weiß warum und wir können keine richtige Antwort von den Bediensteten bekommen. Sie alle weichen der Frage aus und ich fange an zu denken, dass sie die Antwort vielleicht selber nicht wissen. Ihre Nervosität ist greifbar, obwohl sie versuchen, sie hinter ruhigen Gesichtern zu verstecken. Aber was ist mit Vater Ernest? Ich habe gehört, dass er allein bleiben wird, nachdem wir das Gelände verlassen haben. Da ist ein Bild in dem Tagebuch. Oh, das sind bestimmt vier Schüler. Ah, guck mal, der dritte von links sieht ein bisschen aus, als könnten wir das sein. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, weil, ne, die sehen sich schon alle sehr ähnlich. Aber ich finde, der dritte von links sieht ein bisschen aus wie wir. Das ist eine Fotografie von meiner Abschlussklasse. Ich sehe mich, Vater Ernest und Anthony. Ich erinnere mich nicht an die Namen der anderen. Ein Gesicht wurde komplett herausgekratzt. Frag mich wessen, wir haben es aber nicht mitgenommen. Okay, hier ist noch die Tafel. Das ist ein seltsamer Satz das ist ein ganz schön seltsamer Satz, der da an der Tafel steht. In Tod gibt es Hoffnung und in Tod gibt es Leben. Man muss die wahre Natur der Dinge erkennen, um das Nichts zu verstehen. Es scheint, als wäre das schon seit Jahren da geschrieben, weil die Kreide ist schon verblasst an manchen Stellen. Okay, was haben wir hier? Diese Bücher auf den Regalen sind alt und dreckig. Theologie ist wohl, ja, kein, oder ist, achso, Theologie ist hauptsächlich Thema der Bücher, so rum. Okay, alles klar. Dann gucken wir mal weiter. Dann haben wir hier, glaube ich, alles entdeckt, was hier war. Wir haben ja auch die Musikschatulle. Obwohl mir das ehrlich gesagt Sorgen macht, ne? Als wir im letzten Kapitel Musik angemacht haben, war das keine gute Entscheidung. Das war, wirklich nicht gut. Jetzt frage ich mich, ist das hier quasi immer noch einer, der von dieser Krankheit, die damals um sich gegriffen hat, betroffen ist? Also wisst ihr, was ich meine? Das ist so, bis heute werden immer wieder Leute daran krank. Ich frage mich, ob ihr versteht, was ich meine, so ein bisschen. So, dann gucken wir mal hier rein. Mr. David, diese Räume sind privat. Achso, okay, dann können wir da nicht. Dann können wir bestimmt noch die Treppe hoch. Ah ja, in der Tat. Okay, hier stehen überall Kerzen. Ein staubiger alter Wandteppich von Jungfrau Mary mit Baby Jesus in ihren Armen. Okay, dann ist das Jungfrau Maria, wie ich mir schon dachte. Ich wusste nicht, dass es auf Englisch Virgin Mary ist, aber na gut. Okay. So, hier haben wir eine Tür, aber ich will mir erstmal den Gang fertig angucken. Was haben wir hier? Oh,
eine abgenutzte, schon halb verblasste Wandteppich von Jesus Christus. Moment, wir können ihn gar nicht sehen. Ah, da, okay. Das ergibt Sinn. So, ist noch ein Wandteppich, aber der ist ganz schön lang. Ein weiterer Wandteppich, obwohl ich erinnere mich aus meinen Schultagen, dass hier die Schlafsäle waren. Ja, dann mach doch beiseite. Okay, nein, wahrscheinlich müssen wir ihn zerschneiden oder so. Anders geht das unmöglich. So, was haben wir hier? Also ein Klosterschild ein bisschen. Gucken wir mal. Ah ja, die Waschräume. Hier ist ein Spiegel. Ein kaputter Spiegel. Da ist ein Stück. Meint er eine Scherbe? Ich glaube, er meint eine Scherbe. Ja, jetzt haben wir eine Spiegelscherbe. Ich habe ein Stück aus diesem Spiegel herausgebrochen. Okay. Das können wir uns nicht. Das vorne können wir uns ansehen. Okay. Da ist eine Pfütze in dem Duschloch mit etwas Glänzendem. Aber ich kann es nicht richtig sehen. Kannst du nicht reingreifen? Das ist nur ein Loch. Der Hahn, der... Ja, auch nicht Hahn. Wo man halt die Dusche aufdreht, ne? So, die hier drüben können wir alle nicht angucken. Die Duschen. Alt, rostig und ja, wird sich kaum drum gekümmert. Was ist hier drüben? Ein paar alte Handtücher. Okay. Ach, jetzt können wir drehen. Okay. Wenn ich das jetzt aufdrehe, dann könnte das Objekt, was da ist, das Glitzernde, vom Strom des Wassers davongetragen werden. Okay, dann machen wir das eben nicht. Was ist hier? Ein rostiges Rohr führt zu den anderen Bereichen des Hauses. Okay. Dann gehen wir erstmal wieder raus. Ach, Moment, wir haben noch ein Netz. Können wir das mit dem Netz vielleicht rausfischen, was da drin ist? Nicht? Es wäre nicht nützlich, das Netz an den Stock zu binden. Okay, dachte ich, aber vielleicht können wir auch... Nee, warte mal. Mit dem Stock das irgendwie rausfriemeln? Nee, okay. Na gut, dann eben nicht. Dann gehen wir wieder. Es gibt ja schließlich auch noch eine weitere Tür, wo wir gucken können. Was ist denn hier? Ich frage mich jetzt natürlich, wir dürfen ja nicht, oder sie meinte ja, die Räume sind privat. In den Privaträumen ist ja bestimmt die Szene aus dem Anfang passiert. Das heißt, ich frage mich, ob das Kapitel wieder darin endet, dass wir quasi doch in die Schlafräume kommen und dann sehen, was dort vor sich geht mit dem Vater, nennt man das ja, ne? Okay. Hier ist eine Nonne. Betten. Gucken wir uns erstmal um, bevor wir mit der Nonne reden. Vor allem sehe ich hier lootbares Zeug. Was ist das? Eine Spritze. Neben einer Flüssigkeit, wo Morphin draufsteht. Nehmen die hier Drogen? Ist Morphin nicht eine Droge? Schreibt das mal in die Kommentare, wenn ihr es wisst. Ich dachte, das wäre eine Droge. Oder ist das irgendwie Schlafmittel oder so? Nee, ich glaube, das berauscht. Ein alter Spiegel, der kaum noch reflektiert. Okay, in die Schubladen können wir nicht gucken. Was ist hier? Eines der bescheidenen Betten, wo die Nonnen schlafen. Und hier drüben? Dasselbe. Okay, können wir den Schrank öffnen? Im oberen Regal des antiken Schrankes ist eine sehr, sehr viel benutzte Bibel und... Ah, Rosary, das hatte ich im letzten nachgeguckt. Ein Betkranz, ne, war das? Ein Rosenkranz. Jedenfalls sammeln die da Staub. Okay, na dann. Alte Nonne, was hast du zu sagen? Guten Abend, Schwester. Schwester? All dieses Leid, all diese Tränen, all unsere Gebete, unbeantwortet. Was meinen Sie, Schwester? All diese Jahre habe ich dem Lord vertraut, gebetet, nach einem Zeichen gesucht. Nach irgendetwas, das mir Kraft geben kann. Jeden Tag höre ich sie weinen, beten, schreien und sterben.
Und wofür? Wo bist du, Lord? Warum antwortest du mir nicht? Uff, okay. Alles klar. Okay, wir haben, dass der Lord misst in halt, dass die Wege des Lordes für uns, dass die Wege Gottes für uns unergründlich sind, so dass wir es nicht wissen. Und wir haben, vielleicht gibt es keinen Gott. Okay, wir können sie also entweder in ihrem Glauben bestärken, von wegen, ne, man weiß nie, aber alles hat seinen Zweck, oder wir können sagen, ja, zweifle dein Glauben an, es ist nicht real. Uff, ich will doch jetzt nicht dieser Lady. Ach, ich weiß es nicht. Ich meine, oh Gott, ihr Lebenswerk und so. Deswegen ist es, glaube ich, auch. Ja, keine Ahnung. Ärzte, furchtbarer Job. Also, furchtbar schwer natürlich zum anderen und zum. Ne, und zum einen und zum anderen. Dafür muss man so stark sein. Also, es ist unfassbar. Was soll ich ihr denn jetzt sagen? Ich würde sagen, okay. Ich würde sagen, guck mal, sie hat einen Stock. Sie wirkt schon älter. Wir sagen jetzt nicht so, ja, dein ganzes Leben, ne? Hast du, wir bestärken sie mal, würde ich sagen. Ich glaube, wir sollten, genau, wenn das ist, was ihr Hoffnung gibt, was ihr Kraft gibt, dann, ne? Denke ich, sollten wir eher sagen, versucht diese Hoffnung und diese Kraft wiederzufinden, als zu sagen, es war alles umsonst, so. Ich habe das Gefühl, das ist besser. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr genommen hättet. Aber boah, das sind Entscheidungen. Ich nehme das Erste. Ja, Gottes Wege sind unergründlich, Schwester. Ja, sicher. Aber ich bitte doch um nicht viel. Nur etwas, um weiterzumachen. Einen Pfad, dem ich folgen könnte. Ich kann so nicht weitermachen. Nicht so. Entschuldigen Sie mich, Sir. Schwester. Bitte, ich möchte nur allein sein. Okay, wir müssen ihr ein Zeichen geben, glaube ich. Sonst, ja, vielleicht mit der Musikbox, mit der Postkarte. Können wir ihr... Ich wünschte, ich könnte mich erinnern, was da draufsteht. Warte, können wir die nochmal... Ah ja, lieber Matthew. Okay, alles klar. Dann weiß ich jetzt wieder Bescheid, was es ist. Wir können nicht so tun, als wäre der von Juliette. Okay. Ja, aber was machen wir denn dann als nächstes? Wir haben ja jetzt alle Räume angeguckt, soweit ich weiß. Und ich habe jetzt noch nicht so richtig die Erkenntnis. Aber ich sehe auch gerade auf der Zeit, die Folge ist schon ziemlich lang. Also würde ich sagen, machen wir hier einfach einen kleinen Cut. Und ihr könnt mir... Also ich freue mich mega, wenn ihr Ideen in die Kommentare schreibt, was wir als nächstes machen könnten. Weil dann kann ich die ausprobieren. So, genau. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge von The Last Door. Like gern das Video, wenn es euch gefallen hat. Abonniert, wenn ihr neu seid. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann.